So, da sind wir bei der vorletzten Aufgabe, nämlich erwische einen Gegner mit einer Boogie-Bombe. Einmal haben wir das schon hingekriegt. Nur jetzt versuchen wir es fertig zu kriegen. Ich habe in der letzten Runde auch schon probiert, das fertig zu kriegen, aber keine Chance, keine Boogie-Bombe gefunden. So, dann wie gesagt in eigener Sache. Jetzt sind wir bei 109 Abonnenten, heißt es fehlt noch einer. Dann haben wir die 11. Zahl und dann fehlen letztendlich nur noch 5 Zahlen. Im Video selbst werde ich eine Zahl bekannt geben, also die nächste. Also das Video ruhig ausführlich gucken und zuhören. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit und Abonnierzeit. Also wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt das Abo raus. Wie gesagt, ich versuche euch zu helfen, gebt auch ein bisschen Liebe zurück. Wäre echt nett. So, dann gehen wir mal direkt rein. Die Roboter muss ich auch noch fertig machen. Und kurz noch, falls du wissen willst, wie das mit dem Gewinnspiel abläuft, guck einfach unten in der Videobeschreibung. Da ist noch ein extra Video drin verlinkt, wo ich genau alles erkläre und mich kurz beschreibe, wer ich bin, was ich mache, etc. Pipi. So, landen wir uns auch einer. Ja. Bei Fatal Fields, aber ich gehe trotzdem Paradise runter und versuche da eine Boogie Bomb zu finden. Die Boogie Bomb ist jetzt erstmal wichtig. Das mit dem Roboter kann ich auch später noch schnell alleine machen für die Prestigeaufgaben. Aber die Boogie Bomb ist jetzt erstmal das Wichtige. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal eine finde. Ich glaube, ich habe eben in der Runde gefühlt 20 Kisten aufgemacht und es war nichts. Aber gar nichts. Ja, da war es wieder komplett. Immer noch nichts. Dann, dann. Sache eben, wo ich die beiden hatte, hatte ich das Problem, dass ich den anderen nicht richtig getroffen habe. Genau in dem Moment hat er eine Wand gesetzt gehabt. Sonst hätte ich die Aufgabe ja schon fertig. Und irgendwie hat es nicht durch die Wand gezählt. Ich glaube, die kann doch einfach so rumliegen, meine ich, ne? Sicher bin ich mir da jetzt dort auch absolut nicht. Boah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Jeden Scheiß findet man, nur nichts, was man braucht. Ja, ich habe die Kiste gehört. Ich glaube, die ist draußen in dem Links, oder? Ich muss noch eins hören. Ach, da ist sie. Immer noch nicht, Mann. Selbst wenn es im Automat wäre, würde ich sie nehmen. Natürlich nicht. So viel Pech kann man doch nicht haben, oder? Ist noch eine Kiste. Hat meiner mitgezählt, wie viele Kisten ich jetzt schon aufgemacht habe? Gefühlt definitiv zu viel. Ich meine, die könnte auch irgendwo rumliegen, also sicher bin ich mir jetzt absolut nicht. Wenn mein Handy rappelt, habe ich immer die Hoffnung, einen Abonnent. Na, Zone kommt auch schon. Na, hier auch nicht. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ach, hier wird auch noch was passieren. Leute.
Also, man kann ja Pech haben, gell? Aber so viel Pech. Ich meine, dass ich nicht alle direkt finde. Aha. 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 Das war doch mal Zeit, ey. Ah, jetzt gucken wir, ob ich noch einen Riss kriege, aber viel. Ganz ehrlich, ich gucke jetzt einfach weiter. Leben haben wir noch. Wenn wir noch ein Medikit finden, wäre auch nice. Boah, jetzt bin ich hier so baufähig. Aha. Mein Bauchgefühl. So, jetzt in der Kiste bitte auch noch eins. Wäre mir scheißegal. Ich könnte auch noch irgendeine unnötige Waffe liegen lassen. Nee, hier war nichts mehr. Nix. Ah, bis zum Riss. Ah, der Riss wird mir eh nichts mitbringen. Oder? Ach komm, wir probieren es. Schaffe ich es noch? Ich glaube nicht. Drei, zwei, eins, nö. So, jetzt heißt es einfach nur einen Gegner finden. Nur einen Gegner finden. Die Boogie-Bombe an den Kopf knallen und Aufgabe fertig. Und Beast nicht vergessen. Muss ich schon noch einen haben. Gucken, sehe ich den Gegner? Ja, da ist schon einer. So, bitte kein Ton an. Bitte einer, der mit Musik spielt. Oh, ich dachte schon, ey. Da leckt's wieder. Kaum baut er ein bisschen, da leckt es. Oh Gott. Ich dachte mir, ich wäre schlimm. Der war ja wohl. Uiuiuiui. Kaum sehe ich wieder einen Gegner, wieder leckt's. Nichts, was ich brauchen kann. Er springt da rum wie ein Känguru. Kriegt auch nichts mit. Nein. Oder das Peng. Er hat das Aim des Todes. So, jetzt muss ich mal gucken nach Robotern. So, den hätte ich bitte gern. Tanzen. Gut. Haben wir das nämlich auch, Junge, hinter uns? Mit einem Tanzschilder zerstören. Ja, gut, Tanzschilder. Warte mal, wo waren die mit einem Tanzschilder? Tanzschilder muss ich selber gucken. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich meine, hier oben auf dem Berg war definitiv eins. Weil ich habe letztens noch die Tanzschilder gesehen, habe ich auch, müsste eigentlich bald wieder eine Aufgabe kommen. Und schwupp kommt eine. Warum nicht immer so? Oh Gott, habt ihr den Lag gesehen? Der nicht einen Schuss connected hat. Wo ist denn hier eine? Irgendeine. Fenster.
uns eher. Ja, wer will doch freiwillig nach Tilted? Ich kriege keinen Hit hin. Drecksroboter, ey, ich bin froh, wenn sie raus sind. Ne, kommt er so weit? Ein Schuss connect. Wo kommt der Gegner da? Abartig, echt. Vor allem, es liegt nicht an mir. Das ist das Schlimme an der Geschichte. Der. Was war denn für ein Skin? Was war das für ein Skin? Hab ich noch nie gesehen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin natürlich auch nicht Skin verrückt. Da, kaum. Ey, so macht das doch keinen Spaß, ey, wenn er immer so dämlich leckt, ey. Aber immer sobald ein Gegner da ist, müssen quasi Daten gezogen werden. Ganz lustiger. Da, kaum wird die Map geladen. Da hat mal einer die Granate sinnvoll gelöst. War das Stoppschild? Ach ne, das war das Schild. Ich kriege auch nur noch aufs Maul, ey. Immer so. Das war gerade wieder das Paradebeispiel. Mein eigener Char steht mir im Weg. Ich kann einfach, wenn ich einen Gegner nicht sehe, da einfach irgendwie ins Leere hämmern. Da krieg ich den Kill geklaut. Skills aus. Boah, jetzt bin ich aber hier raus, ey. Nein.
jetzt leckt es wieder. Das war zu offensichtlich. Jetzt am Ende habe ich auch eine schöne Serie raus. Also fühlt sich gut an. Er hat auch aus Angst geschossen. Nichts anderes. Das war einfach nur Angst. Ah, Gegner sein, ja. Dann leckt's. Ich hab ihn ja gehört. Sehr schön. Ja, am Ende trotzdem noch 14 Kills dafür, dass am Anfang gar nichts ging. So, wie gesagt, ich hoffe ich. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit der Boogie-Bombe. Wie gesagt, einfach finden, einem quasi gegen den Kopf werfen, der tanzt, Aufgabe geschafft und das Ganze zweimal. So, hier ist Ladezeit, Ladebildschirm, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Noch kein Abonnent, dann spätestens jetzt. In dem Sinne, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe.